Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine mexikanischen Taco-Spaghetti vorstellen. Ganz spannendes Fusion-Rezept zwischen deutscher und mexikanischer Küche. Wirklich spannend, super lecker. Schaut es euch an. Ich glaube, dass es euch gefällt. Ist mal was anderes. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Alles liegt wieder bereit, was wir brauchen für die mexikanischen Taco-Spaghetti. Wir brauchen Spaghetti oder Linguini. Ich hatte hier nur kleine Linguini, dünne. Wir brauchen Brühe, Rinderhack, gestückelte Tomaten, Paprika, eine Gemüsezwiebel, Knoblauch, Chili und Taco-Gewürz, was wir heute mal fertig nehmen. Dazu Oregano, Salz, Pfeffer und ein bisschen Tomatenmark. Außerdem brauchen wir Petersilie, Olivenöl zum Anbraten und hinterher zum etwas überbacken Gratin-Käse. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich fange an mit der Zwiebel hier. Ganz einfach, Zwiebel pellen und dann die Zwiebel in kleine Würfel schneiden, in kleine Stücke schneiden. Und das geht relativ schnell, wir müssen ja nicht viel verarbeiten. Das ist hier nur eine Zwiebel, die ich hier brauche. Erst querschneiden und dann nochmal längs und dann schneiden wir kleine Zwiebel runter. Kleiner als ich das hier mache, müssen die auch nicht sein. Das ist okay. Und dann bleibt auch dann mehr viel über bei dieser Technik, wie ihr hier seht. Nach der Zwiebel bearbeite ich die Paprika. Auch ganz einfach Paprika. Je nachdem, wie ihr sie schneidet. Ich mache es heute mal wieder so. Hier in Stücke schneiden und dann entkernen. Und wenn wir das richtig machen, dann bleibt auch hier nicht viel über. Nämlich nur das Gehäuse hier mit den Kernen. Die einzelnen Teile schneide ich jetzt in Streifen und die Streifen schneide ich dann wieder in Würfel und das war es auch schon. Viel mehr müssen wir nicht machen und auch die müssen nicht so ganz klein sein, die wollen wir hinterher noch sehen. Also macht sie nicht so ganz winzig, sondern das hier ist völlig in Ordnung. Nach der Paprika kommen die Knoblauchzehen. Auch ganz einfach hier einmal draufschlagen, pellen und dann hacke ich sie. Ihr könnt es auch wieder wie immer mit der Knoblauchpresse machen, wenn ihr die Knoblauchzehen nicht hacken wollt, das ist auch völlig in Ordnung, das ist euch überlassen. Das macht im Geschmack hinterher tatsächlich keinen Unterschied. Ja, wenn wir hier die Knoblauchzehen gehackt haben, wir können das alles in eine Schüssel geben, hier Paprika, Zwiebel, Knoblauch. Dann haben wir als nächsten Akt hier das Kleinschneiden der Chili. Ich habe hier meine gelbe genommen wegen der Farbe und ist genauso scharf wie die anderen auch. Ich nehme die Kerne nicht raus, weil ich es scharf möchte. Wenn ihr es nicht so scharf mögt, nehmt die Kerne raus und die Plazenta, das weiße innen, und schneidet das vorher weg, dann ist die Chili deutlich entschärft. Also das hier ist schon ganz ordentlich, das Rezept. Wer es nicht so scharf mag, wie gesagt, der nimmt die Kerne und das weiße Innenleben von der Chili hier raus. Und die hacken wir möglichst klein und auch die können wir gleich zur Zwiebel, Paprika und Knoblauch geben. Und letzter Akt hier, die Petersilie, die hacken wir einfach klein. Die geben wir nachher so ein bisschen dazu und teilweise brauchen wir sie ganz zum Schluss noch ein wenig zum Garnieren. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir auch mit den Vorbereitungen schon fertig. Ab geht's an die Pfanne. Große Pfanne, wenn es geht. In die Pfanne hier so dreiviertel Hitze, nicht ganz so knallig heiß, Olivenöl, damit es nicht raucht. Wenn es heiß genug ist, dann gebe ich meinen Rinderhack hier in die Pfanne. Und das brate ich krümelig. Ihr seht hier, ganz praktisches Werkzeug habe ich mir hier zugelegt für Hack. Ich verarbeite ja doch öfter mal Hack. Schreibe ich euch unten in die Infobox, wo ich das her habe. Na, und wenn wir hier das Hack krümelig gebraten haben, das dauert vielleicht so 10 Minuten. Und mit diesem Stampfer hier geht das wirklich super gut. Das ist echt ein praktisches Gerät. Dann können wir hier umsteigen auf einen Pfannenwender und dann kommt zum Rinderhack hier gleich unsere Mischung Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Chili dazu. Und das Ganze vermischen wir jetzt gut und braten das nochmal so 5 Minuten mit an. Es muss also nicht matschig, nicht weich werden, sondern soll nur ein bisschen mitgeröstet werden. Und dann gebe ich in die Mitte Tomatenmark. Das Tomatenmark hier braten wir ein bisschen mit. Das gibt dann so einen besonderen Geschmack nochmal. Verteilen das so ein bisschen in der Hackgemüsemasse. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht's weiter. Und dann gebe ich jetzt hier in diese Hackmasse gleich die Gewürze. Ich fange hier an mit Pfeffer. Ich habe nochmal Pfeffer dabei. Ja, ich sagte schon, es wird scharf. Wer es nicht mag, lässt das auch weg oder nimmt die Hälfte. Dann kommt Salz, dann kommt Oregano. Und nachdem wir diese drei Sachen drin haben, kommt als letztes an Gewürzen hier noch dazu unser Taco-Gewürz. Das hier fertig. Wie gesagt, ihr könnt es auch selber machen.
Ne? Aber viele haben Kumin nicht da und vielleicht andere Gewürze nicht. Also ich finde es ganz praktisch. Es gibt es heute in jedem Supermarkt und schmeckt wirklich gut. Ist immer gleichbleibende Qualität. Also ich habe hier fertiges Taco-Gewürz genommen. Und dann gebe ich so die Hälfte, ne? Vielleicht drei Viertel der Petersilie dazu. Den Rest brauche ich nachher noch ein bisschen zum Garnieren. Und das war es auch schon hier an diesen Bestandteilen. Das mischen wir alles nochmal so ein bisschen durch. Und jetzt kommt schon die gestückelte Tomate dazu. Jetzt die Temperatur ein bisschen runternehmen, denn Tomatenmasse brennt schnell an. Also hier so ein ganz bisschen die Temperatur vielleicht auf 50% runternehmen, damit euch die Masse jetzt nicht anbrennt. Gut mischen hier, müssen wir auch nicht erhitzen. Mehr müssen wir gar nicht machen, ne? Also wie gesagt, etwas runter die Temperatur und ein bisschen rühren. Und dann kommt die Brühe. Auch hier zunächst mal so die Hälfte, drei Viertel, damit man sieht, wie viel so an Flüssigkeit in der Pfanne steht. Denn wichtig ist gleich, dass die Nudeln auf jeden Fall in Flüssigkeit liegen, dass die oben nicht trocken liegen. Das ist wichtig. Und deswegen erstmal vermischen und erstmal gucken, wie so der Wasserstand ist in der Pfanne quasi. Und jetzt nehme ich meine Linguine hier, ihr Spaghetti, wenn ihr habt, und die breche ich einmal so gabelfreundlich durch, damit die auch gut in die Pfanne gehen, hinterher auch gut mit der Gabel zu essen sind, und lege die so quer, einmal längs, einmal quer übereinander, damit die nicht kleben. Das geht wirklich gut. Drücke die in meine Hackmasse mit der Brühe. Und jetzt gucke ich, und da sieht man auch, es ist nicht genug Flüssigkeit, jetzt gieße ich den Rest der Brühe noch auf hier. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir unsere Spaghetti oder hier meine Linguini auch richtig eindrücken. Dann seht ihr, da steht ganz knapp die Flüssigkeit über den Nudeln, und genauso soll das auch sein. Und wenn wir unsere Linguini hier eingetunkt haben in diese Flüssigkeit, in die Brühe, dann gebe ich jetzt einen Deckel drüber, und Linguini waren schnell fertig. 7 Minuten, 8 Minuten macht es nach Packungsbeilage, also 10 Minuten allerhöchstens. Mehr müsst ihr gar nicht machen, nicht anfassen, nicht bewegen, nicht rühren, ihr müsst gar nichts machen. Das funktioniert wundervoll. Und jetzt den Deckel runternehmen, und ihr seht hier, wow, die Nudeln haben die Flüssigkeit super gut aufgenommen. Und dadurch, dass wir ja das Nudelwasser hier nicht abgießen, bindet die Stärke in den Nudeln ganz wundervoll die Soße. Ihr müsst also gar nichts mehr binden, ihr müsst keine Maisstärke reingeben, gar nichts, sondern die Stärke, die aus den Nudeln hier austritt bei der Verbindung mit der Brühe, bindet automatisch eure Soße. Das finde ich super praktisch, oder? Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur gut durchmischen. Und auch hier jetzt Temperaturen nochmal runter. Eigentlich brauchen wir so gut wie keine Temperatur mehr, denn wir sind fast fertig. Alles gut durchmischen, ja, unsere Nudeln gut verteilen. Ihr seht auch hier, ne, die Flüssigkeit ist fast vollständig aufgenommen. Es steht keine Flüssigkeit unten in der Pfanne. Also genauso soll es sein. Und jetzt kommt der allerletzte Akt hier bei den Taco-Spaghettis, bei den mexikanischen. Denn jetzt geben wir noch sozusagen den Kick oben drauf. Jetzt gebe ich hier meinen Gratin-Käse oben drauf. Ihr könnt auch einen reinen Cheddar nehmen oder ihr könnt einen Emmentaler nehmen, aber es sollte was Würzigeres sein. Mozzarella finde ich ein bisschen zu flach. Also ich habe hier Gratin-Käse genommen, der ist ja immer so ein bisschen gemischt. Also nehmt was Kräftiges, und den verteilen wir jetzt hier über unseren mexikanischen Taco-Spaghetti. Und mehr müssen wir gar nicht machen. Und auch hier wieder ist ganz einfach. Ist wirklich nicht kompliziert, das Rezept. Wenn wir unseren Käse verteilt haben, dann geben wir auch wieder einen Deckel drauf. Und jetzt könnt ihr die Hitze schon ganz runter in die Pfanne. Das heißt genug, das reicht allemal. Jetzt geben wir hier nochmal einen Deckel drauf, nach vielleicht 5 Minuten, und lassen unseren Käse schmelzen. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, und ich kann euch schon sagen, der Geruch ist schon irre und es sieht schon sensationell aus. Ihr seht, der Käse hat sich so wunderbar oben so ein bisschen verbunden. Ich garniere jetzt nur noch ein bisschen mit Petersilie, viel mehr mache ich gar nicht mehr. Gibt nichts mehr zu tun. Und wenn wir hier die Petersilie, den Rest unserer Petersilie verteilt haben, ist eigentlich so ein Gericht, was man ganz gut auf den Tisch stellen kann, wo sich jeder selber bedienen kann. Dann können wir mal schauen. Ich habe hier dann hier meine Monstergabel, und wenn ich hier in meine mexikanischen Taco-Spaghetti reingehe, dann seht ihr gleich, dann sieht man auch schon, das ist so ein wundervoll überbackenes, cremiges Gericht geworden. Die Nudeln sind genau richtig, ne? Und der Käse oben, der ist so ein bisschen eingedrungen. Ihr könnt jetzt auch mal durchrühren, aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass der Käse oben noch zu sehen ist. Und ihr seht hier, wow, das sieht schon echt super lecker aus und es riecht auch echt super lecker. Wirklich mexikanisch durch das Taco-Gewürz und der Käse zusammen mit den Nudeln. Also das hat wirklich super geklappt. Schärfe perfekt. Etwas scharf, also lasst die Hälfte weg des Pfeffers und der Chili ansonsten, aber ich denke, meine mexikanischen Taco-Spaghetti haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.